Schwert. Achso. Ich glaube, viel haben wir jetzt sowieso nicht mehr vor uns, ne? Kommt schon noch ein bisschen. Ich habe eben das Waffenprogramm in die getarnten Loader hochgeladen. Aktivier mal ein paar, um es zu testen. Du bist nicht die hässlichste Person, die ich je getroffen habe. Wow. Keinen Schild mehr! Gut, dann bin ich halt nicht die hässlichste Person, die du jemals getroffen hast. Ja, das wird ja auch gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Aber warte mal, war das ein Fixloader? Oder was war das? Ja. Bewegt euch nicht von der Stelle, okay? Das ist nice, Infiltrist. Nein, jetzt wurde los. Okay, dann backt das Geschütz hier unten halt. Verdammt, ich war echt klasse. Ist da oben nix, oder? Nee. Jetzt ja nicht weiter. Da bist du falsch. Hallo? Da wart ihr. Ich dachte mir gerade, hä, da ist doch die verschlossene Tür. Wow. Okay, wow. Ja, da fällt mir ein, ich habe den Laden abgeschlossen, als Dahl im Anrücken war. Geh und aktiviere die Schnellreisestation, dann lasse ich dich rein. Jederzeit bereit. Sehr gut, bin unterwegs. Na, wie läuft's? Komm mit, wir haben eine Welt zu retten. Verflucht dunkel hier drin. Das kann ich ändern. Da ist es. Wow. Das Auge der Ewigkeit. Das ist also der berühmte Laser. Wie wird er angetrieben? Ach, nur... Naja, das übliche eben, das normale Zeug. Schalten wir es ab. Okay, im Laser ist ein Kernreaktor, der alles antreibt. Lock dich in das Kontrollsystem ein und versuche ihn von dort aus zu deaktivieren. Mr. Hacker? Gesteuerte Deaktivierung fehlgeschlagen. Systeme gesperrt. Sarpedon hat dich ausgesperrt? Dann musst du das Ding wohl auf die altmodische Art abschalten. Per Hand. Ach, Mist, sie hat recht. Komm hier rüber. Du musst zum Laserkern runter und ihn manuell abschalten. Viel Glück. Danke. Oh, hübsch. Kammerjäger, einige von Sarpedons Meldeläufern haben Beweise, mit denen ich dafür sorgen kann, dass dein Boss rausfliegt, wenn das Fiasko hier vorbei ist. Du musst mir diese Beweise beschaffen. Gemeiner Verrat ist weit unter meiner Würde. Du wirst es tun oder deine Kinder sterben. Hey. Oh, ich habe zwar keine Kinder, aber dein Enthusiasmus gefällt mir. Ach, was soll's, tun wir es einfach. Okay, das war sogar ausnahmsweise mal lustig. Es sollte einen Dahl-Kurier in der Nähe geben. Finde ihn, töte ihn und schnapp dir die Beweise, die er archivieren wollte. Man erkennt die Kuriere leicht an ihrer hellroten Panzerung.
Checker, deine Idee, eine schrecklich atemberaubende, herrliche Idee. Du hast deine kleine Spritztour mit der Moonshot-Kanone also überlebt. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Wie wär's, wenn wir mit dem Ding einfach jeden überall hinschicken würden? Wäre das nicht geil? Ich brauche allerdings noch mehr Testdaten. Einer von Sarpedons Soldaten will auf unsere Seite überlaufen. Ich möchte, dass du ihn zu einem Ausflug mit der Moonshot-Kanone überredest. Da ist ein glücklicher Gewinner. Frag ihn, ob er Lust auf einen kleinen Moonshot-Ritt hat. Hey, du, Lust in eine Moonshot-Kanone zu hüpfen und dich auf einen Planeten schießen zu lassen? Nö. Oh, naja, kein Wunder, wenn man es natürlich so formuliert, hört es sich nach einer ziemlich hirnrissigen Idee an. Schaff ihn einfach irgendwie in die Moonshot-Kapsel. Mir egal wie. Tja, Hufa. Komm rein. Vielleicht bewirkt ja dieser Knopf etwas. Ah, Pizza. Oh, scheiße Pizza-Party. Und erwischt. Was soll der Scheiß? Lasst mich raus. Jetzt die Schwäche wieder mit einem Steuergerät auf die Hülle. Damit umgehe ich die Standardnavigation und kann ein paar Tests fahren. Ah, viel besser so. Folge jetzt dem Behälter nach oben und pass auf, dass ihm nichts passiert. Und sieh zu, dass das Steuerungsteil heil bleibt. Sonst weiß keiner, wo das Ding am Ende landet. Das wusste ich bei meinem ersten Ritt mit einer Rakete auch nicht. Angelogen. Das ist doch nicht mal echte Pizza. Der Arme. Pizza. Niemand lügt mir eine Pizza in die Tasche. Niemand. Hier, Private Pharaoh, erbitte Rettung aus der Moonshot-Anlage. Ich bin von 6 Kammerjägern gefangen genommen worden. Kammerjäger, alle Einheiten, sofort dorthin. Ach, Kacke, der kleine Penner hat Hilfe gerufen. Beschütze das Lenksystem, während der Container in die Moonshot-Kanone geladen wird. Lass mich hier raus! Glaub nicht an dich, glaub an mich, weil ich an dich glaube. Nicht, Jack. Hey Leute, schaut euch mal meine Dampfrakete an! Bye. Ja. Hallo. Okay, hast du gerade Blödnasennudel gesagt? Ja. Ich hab's noch nie gehört, aber es klingt gut. Stopf ich dir diesen Digitalfraß bis zum Anschlag ins Maul. Was ist denn der Typ jetzt so? Wir haben ihn in eine virtuelle Pizza angedreht. Will die auch ausflippen. Stimmt, das mit dem Mond geht noch in Ordnung, aber das mit der Pizza ist unverzeihlich. Das sind schon wahre Monster. Ich will nicht auf den Mond! Ich hasse den scheiß Mond! Aber das sind die Nazis mit Dinosauriern. Laserschießende Dinosaurier. Das soll ein Computer sein? Das ist ein Computer! Hilf mir doch jemand! Die Dreckskammerjäger wollen mich mit der Kanone abschießen! Wer mit? Nein! Die Kapsel ist geladen! Kanone abfeuern! Tschüss! Geil! Bye. Hey du Typ, alles klar? Lebst du noch? Dem wird schon nichts passiert sein. Tja, Kammerjäger, ich hab ne Belohnung für euch. Wenn du Zeit hast, schau dich ruhig mal auf der Mondoberfläche um. Sieh nach, ob es der Typ geschafft hat. Wollt ihr gucken, ob der Typ überlebt hat? Vielleicht spät. Jetzt, wo ich es mir so überlege, hätten wir vielleicht Roboter nehmen sollen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, löst ein Sonnenschernova aus, wenn er erschöpft ist. Gewährt Immunität gegen Feuerschaden. Okay, das Ding hat... Das wäre so praktisch. Das Ding hat zwar wenig, weniger als mein Schild, aber das ist krass. Sonnenschein, das, oder? Probier's mal aus. Das ist besser als das, was ich auch noch... Mit ihren Greifarmen rumhauen. Was Roboter halt zu tun? Such ein paar Loader und schaff sie in die Moonshot-Kanone.
Wenn diese Loader den Moonshot überleben, kämpfen sie auf dem Mond an deiner Seite. Kannst du dir das ausmalen? Armeen von Robotersoldaten, die rechts und links Gegner killen. Oh, das wird herrlich. Die machen irgendwas mit den Loadern. Okay, dann bug halt einfach komplett rum. Also, es läuft genau wie beim letzten Mal. Schaff sie einfach zur Moonshot-Kanone und pass auf, dass sie nicht den Stück. Dein Charakter, der ist einfach gerade komplett ausgerastet. Normal. Bist du immer noch da? Bist du immer noch hier? Ja, was machst du denn hier? Zielt auf die Loder! Du bist außergewöhnlich! Klingt vernünftig! Gott verdammt! Gib mir mal voll. Ich verlange Satisfaktion. Dicke Freunde. Wow. Mein Charakter hat gerade gesagt, er verlangt Satisfaktion. Genauso. Satisfaktion. Ja. Gib mir mal Satisfaktion. Satisfaktion. Aua. Gib mir Kompliment. Sir, gib mir Kompliment, bitte. Danke. Geht schon. Ich brauche Munition. Oder ich wechsle mal die Waffe. Und ich wechsle meine Waffe. Oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Ich dachte, wir hätten das hinter uns. Abenteuer auf dem Reiterhof, auf dem Mond. Feuere die Mondschutzkanone ab! Tschüss! Klingt immer wie so ein Handy-Vibrationsalarm. Ah, herrlich! Ich muss da noch eine Soundanlage anschließen, damit das Ding beim Feuern jedes Mal Opernmusik spielt oder sowas. Mein Gott, ist das cool! Wie sieht's aus? Haben Sie Loader da unten geschafft? Status-Update. Wir haben überlebt. Moonshot-Transport erfolgreich. Komm bald mal wieder! Ich glaube, wir sind hier etwas auf der Spur. Feuerstoß im Zoom, wow. Ratatat, oder? Ist halt irgendwie beides irgendwie scheiße. Absolut. Könnte man so definieren. Ich bastle gerade an einer neuen KI-Routine für unsere Loader-Kumpel. Muss ich aber noch testen. Treib mir den Roboter auf und schaff ihn zu einer Ladestation, damit ich ihm den neuen Datenzündstoff uploaden kann. Hör auf mich anzuschreien! Gott. Jetzt muss ich. Das mit dem Vorzielen muss ich jetzt anders machen. Leute, ihr seid alle cool! Ja, resistent. Ich bin es jetzt jetzt gewohnt, ein bisschen vorzuzielen. Muss man ja. Aber ich habe jetzt geskillt, dass die schneller fliegen, die Geschosse. Und jetzt muss ich nicht mehr so weit vorzielen und das treffe ich nicht mehr beim Laufen. Weil ich ein Uhrensohn bin. Die Feuerrate. Ist das immer noch das Pferdeding? Ja. Ich schieße nicht mal ansatzweise so schnell. Ja, weil ich habe so ein Skill, dass wenn ich nachlade, dass ich schneller schieße. Und nachdem das Ding ja nur zwei Schuss hat, kannst du es ja ausrechnen. Dauert halt ein bisschen, bis es auf Geschwindigkeit kommt. Ist bei dir dann theoretisch nicht eine Waffe geil, die nur einmal schießt und sofort nachlädt?
Ja. Deswegen kriege ich das Action Attack. Okay, das bringt nichts mit dem Snipergewehr. Hier muss eine Nahkampfwaffe nehmen. Alter, wie das bei mir aussieht, was du da machst! Feuern! Subject-Kammerjäger nehmen die Kuriere aufs Korn. Ich brauche mehr Panzerung und bessere Waffen für die Kuriere. Sofort! Was ist jetzt geschehen? Der Bot ist jetzt reingelaufen. Ich hab das... Sachen, die laut knallen. Ja, die Quest ist gerade fehlgeschlagen. Okay, dann machen wir die andere. Scheiß drauf. Alter, ist das? Was ist was? Wenn es so ein Geräusch geht, was ein Pferd machen würde, das bin ich. Nee, so ein Bot, der mich gerade auf einen Schuss getötet hat. Also schießen kann ich echt. Lass mich! Alter, wenn es so Geräusche wie ein Pferd geht, bin ich. Wie trocken. Glaubt an eure Träume. Ja, ehrlich. An alle Kuriere, wenn ihr einen von Jacks Kammerjägern seht, sucht sofort einen Schutzraum auf und wartet auf Verstärkung. Schutzraum? Für so einen Mist habe ich keine Zeit. Töte die Kuriere schnell, bevor sie irgendwo unterkriechen können. Oh Gott, oh Gott. Sag mir nicht, dass meine Stacks... Nein, meine Stacks sind weg. Wir hatten jetzt, glaube ich, 300 gerade. Den ganzen Ratz nochmal von vorn. Okay, naja. Okay, jetzt war er wieder reingesprungen. Das ist jetzt sowieso erstmal die letzte Aufnahme. Also ist es nicht ganz so schlimm. Gib mir jetzt einen scheiß Vertrag. Hier, Vertrag, los, schlag mich. Okay. Gib mir Hilfe! Hilfe! Ich glaube, ich hätte jetzt beinahe denselben Scheiß wie du gemacht. Ich mache ihn, glaube ich, gleich nochmal. Okay, doch nicht. Ich hab das rum überlebt. Das ist kein schönes Thema, aber ich hab... Oh Gott, das ist ein Eisinfanterist. Komm ich hier wieder weg? Außer gar nicht. Patrick. Alter, ich bin gerade etwas im Bedrängnis, Moment. Ich glaube, du kannst nochmal einen Vertrag aufsetzen. Ich komme hier, glaube ich, nicht mehr weg. Wo bist denn du? Lass mal gucken. Wie kann man überhaupt da über... Okay, jetzt. Ich wollte gerade fragen, wie kann man da überhaupt überleben? wir müssen nochmal eins höher, oder was? Vertrag, Vertrag, Vertrag. Jetzt, lass mich nicht. Nein. Jetzt, Schlag rein! Wir sind Spitze! Wow! Wie machst du zugegangen? Hä? Warte mal. Jetzt, danke. Wow. Ich glaube, ich habe ihn eingefroren. Ja. Das war falsch. Ja. Ist tot. Die aus. Wir haben eine Waffe auf der Helios entdeckt. Einen Laser mit unvorstellbarer Feuerkraft. Na, wie kommen wir jetzt da rein? Als Reaktion auf Hyperions Gier und Ignoranz werden wir tun, was getan werden muss. Heute Abend erobern wir die Helios. Pandoras Mond wird fallen. Trieber, geh zum schwarzen Brett und lade hoch, was du gefunden hast. Wo seid ihr? Wie seid ihr da hingekommen? Durch den Tunnel? Mit einer Schusswunde in der Brust verlässt. Wenn du beim Aufzug links runter gehst. Rechts. Ja, ich hab so rechts. Scheiße. Ja. Ich glaub, das werde ich nicht schaffen, mich wieder zu beleben, oder? Ha! Ja. Okay, also wir sind gerade echt flott. Theoretisch würden wir die andere Quest auch noch eben schaffen, wenn wir sie nochmal neu annehmen. Ich vermute mal, weil der Einzige, der beim Loader war, der Martin war, dass der halt gestorben ist. Ja. Okay, dann gebe ich die Quests mal ab. Beziehungsweise die eine. Leben Sie wohl, Jack. Das gab eine Schrotflinte, wenn du lächelst, macht es Boom. Hey, ich be-
bastle gerade an einer neuen KI-Routine für unseren Loader-Kumpel. Muss ich aber noch testen. Treib mir den Roboter auf und schaff ihn zu einer Ladestation, damit ich ihm den neuen Datenzündstoff uploaden kann. Ja. Da ist einer. Ich weiß, was die macht. Guck mal, wie die feuert. Sieht aus wie ein Mörser. Nee. Schieß mal auf den Boden vor dich. Oder ein bisschen weiter weg. Die hüpfen. Okay. Die fallen am Boden, aber springen dann. Was zum Fing den Schafhirten? Ist das ein Gasthaus? Zum fickenden Schafhirten. Oder was hast du gesagt? Ja. Beleb dich mal. Okay, folge ihm und sorg dafür, so wird jetzt die Folge genannt, oder? So, nee, ich glaube, das würde YouTube nicht so gefallen. Schon wieder eine. Ich bleibe jetzt mal wirklich direkt neben dem Loader, vorsichtshalber. Ich bin hier so frei, also Volksbank und so, ich mach mal den Weg frei. Boah, das ist so verzieht, wenn du dreimal hintereinander schießt. Ich fühle mich sehr damenhaft. Bye. So weit war der Kaffee auch. Was ist denn da? Ja, vermutlich haben die ihn, während er da drin war, abgeschossen. Weil du halt alleine warst. Ja, das kann auch sein. Eine neue KI hoch. Ja. Okay, draußen ist gerade ein Heli. Ich muss mal kurz auf Mute gehen. Fuck, typisch. Okay, beschütze ihn, bis er fertig ist. Jetzt stirb endlich zur Flucht! Falsch! KI-Download bei 40%. Die sind ja KI-Download bei 60%. Verdammte Scheiße. Stirb! Oh, wow. Los, bagger mich auf. Bagger, bagger, 288, bagger, bagger. Okay. Bagger, du mal dein Bagger, bagger. Traktor. Traktor. Wird der Helmus explodieren, sag ich nur so. Lass einfach zum Testen das neue Programm auf dem Loader laufen. Der soll jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Granatenmats, die alle drei scheiße sind. So war das nicht ganz geplant. Aber jetzt, da die KI im System ist, kann ich jederzeit am Code rumdoktern. Sämtliche Bots in der Gegend sollten eine weniger dämliche Version dieses Programms haben. Aktiviere ein paar, dann sollten sie was Hammerartiges machen. Okay. So Hammer. Hier rumschießt und rumballert. So Hammer. Aber artig, unglaublich Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum hab ich's mit dir getrieben? Runter von meinem Rasen! Suchziele! Perfekt! Ab sofort macht das jetzt jeder Wartungsbot, wenn du ihn aktivierst. Komm dann mal zurück, wenn du fertig bist. Okay. Dann. Wayo. Wo bin ich? Wer bin ich?
Wann bin ich? Das keine Ahnung. Oh, Marty will mit! Nie Schmalz. Seht ihr das eigentlich auch im Missionsverzeichnis, dass wir eine Quest haben, die unentdeckt ist? Seht ihr das auch? Nee. Ich sehe ja, das ja, ja. In Forschung und Entwicklung unentdeckt. Großes war hier dumm, dumm, dumm. Genau. Forschung und Entwicklung. Haben wir irgendwas übersehen? Oder die wurde jetzt erst freigeschaltet, weil die ist Stufe 19. Jack, haben Sie soeben ein Patent für explodierende Suizidroboter beantragt? Was haben Sie sich dabei gedacht, verdammt? Dass das ziemlich geil ist? Die könnten wir noch kurz holen, weil kurz haben wir noch Zeit. Oh, Baby! So. Witzig, gerade bei meinem Lied kam tatsächlich und du hast nur noch Baby dazu gesagt. Was kam denn? Was läuft denn? Nostalgia, I still kill you. Sagt mir jetzt gerade nichts. Okay, da bleib ich halt an dir hängen, weil du etwas mit mir aufmachst. Ich hab nach dem Weg geguckt und ich glaube, wir müssen hier links. Och, man kann hier nicht, oder? Oh. Ah. Ich glaube, der Weg ist falsch. Ja, wir laufen einen ziemlich gehörigen Scheißdreck zusammen. Ja. Ah, ne, passt schon. Muss nur geradeaus. Glaub nicht an dich, glaub an mich. Weil ich an dich glaube. Ist das nicht das Ding, wo man mit dem Zeilencode spielen muss? Bin mir gerade nicht sicher. Haben wir es jetzt bald? Blöd Viecher. Hallo, Badass! Ich hab ihn kalt! Die Schrotflinte ist zwar schon geil, aber. Ich weiß nicht. Irgendwas passt mir in der nicht. Wir wollten es neu erschaffen. Du bist auf zu der besten Seite, Kammerjäger. Du musst es aufhalten. Geh zu Labor. Betrete. 19. Ich habe meinen Schild verloren. Was zur Hölle ist das? Ist das etwa ein Tentakel? Oh ja, gefällt dir das? Ist von Pandora, nachdem wir... das ist geheim. Aber ja, ziemlich toll. Willst du die noch eben machen, Martin? Dann haben wir später nur noch die Hauptquest. Ist ganz nah. Bitte lauf! Das wird amüsant! Aua. Warum wollten wir nur Gott spielen? Warum? Toll. Das klingt einfach... Toll. Warte. Suchst du Labor 19? Labor 19 hält ein schreckliches Geheimnis. Ein geklontes Monstrum, das ich erschaffen habe. Hab seine Existenz sogar vor Jack gehalten. Ah, ich glaube, ich erinnere mich an die Quest. Ich lasse es bloß nicht. Die ist cool, die müssen wir echt noch machen. Ich glaube, ich erinnere mich an die Quest. Okay. Also Borderlands 1 ist ein gutes Stichwort. Warum? Aufgrund dessen des Viechs, das wir gleich sehen werden. Kann mir denken, was es ist. Wenn es das ist, was ich denke, dass es ist, dann könnte es auch ein Zweier sein.
Was verbirgt sich wohl hinter diesem Vorhang? 3. Also, was geht hier vor? Kammerjäger, die Hyperion Corporation haftet nicht für etwaige von euch entfesselte Monstren. Bringt unsere Raumstation nicht in Gefahr. Na, die Typen können uns. Mach das Ding auf. Bitte Legitimationscode eingeben. Wusste es. Legitimationscode ist andernorts auf der Forschungsebene zu finden. Dann Achtung, holen wir den doch. Legitimationscode ändert sich regelmäßig. Finden Sie den Code, kehren Sie rasch hierher zurück und geben Sie ihn ein. Der draußen oder drinnen? Der ist in dem hinteren Raum. Schieß einfach auf die Tasten, um die Kombination an der Wand. Jetzt sagt's mir die Zahlen, ich kann drauf schießen. 55141 4, also 5514. 5. Nachladen. Alter. Jetzt hat er sich geändert. Ah, leck mich. 1474. Also von oben nach unten, ich weiß ja nicht. 1474. Ach, wieso habe ich nur so wenig Muni in den Tee drin? 1, 4, 7, 4. Oh wow. Schafft ihr das heute noch oder soll ich kommen? Ich habe eine höhere Feuerrate. Jetzt, 7, 4, jetzt. Ich habe dieses Ungetüm selbst gekauft. Das ist eine perfekte Kopie der Kreatur. Wie wieder zum Magazin später? Des Zerstörers! Ach, herrje, so niedlich, so klein. Oh, lol. Oh, ich hasse diesen Nacker-Dingsbum. Du bist nicht tot? Freut mich sehr. Will es auch sehen. Es ist leider schon tot. Es wurde gewonshottet, kann man sagen. Wow. Das ist toll. Gut, dass ich da hintergegangen bin, um den scheiß Code abzulesen. Die 5 Wochen dafür gebraucht haben. Dann darf ich es nicht mal sehen. Awesome. Das war ein Mini-Zerstörer wie Borderlands 1, der Endgegner. Nur eine Mini-Version davon. Ach so. Alter. Ja, vor allem ich stand da dran mit meinem Sniper. Punk, Punk, Punk. Nachladen. Das ist mein Schild. Aber mein Inventar ist voll, fuck. Warte mal, reduziert den Schaden von Explosionen? Nein, das bekommen wir, weil du uns ständig damit umbringst. Aber. Ich wollte es gerade sagen. Aber er kauft's jetzt. Hä? Ich hab da noch was verkauft, wie ist mein Inventar immer noch voll? Weil du es nicht kriegen darfst. Direkt Spiel. Erst mit denen installieren. Ich hab immer noch voll. Hä? Du machst irgendwas nicht richtig. Also ich habe jetzt 6 Items verkauft, weil ich es jetzt wieder nicht kaufen kann. Jetzt so. Weg. Ich werd gleich nochmal. So, dann geben wir die Quest jetzt noch ab und dann beenden wir die Folge. Da. Tut mir ganz doll leid. Können wir ein bisschen auf dem Balkon sitzen für eine halbe Stunde. Nee. Na, die Folge auch ein bisschen Überlänge, aber das macht ja nichts. Dafür sind wir gut vorangekommen, ha? Bibidi-babidi-bibidi. Bibidi-babidi-bibi-blocksberg. Geil! Das Ding wirft Schildbooster ab, wenn ich Schaden krieg. Ja. Awesome. 10%ige Chance stand, glaube ich, dran. Ja, ich hab sogar 2 Stück gerade geworfen. Oh Gott. Wow. Wow. Gut gemacht. Oh, ich kann richtig fühlen, wie meine Organe in die richtige Stelle rutschen. Ich komm nicht mehr rein. Musst du nicht. 10 mal 70. Okto bedeutet 9. Bin ich auch gespannt, was die bringen. Etwas beeilen. Ich muss wieder in meinen Schrein. Ach, deswegen wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit diese Missionswaffen gekriegt habe. Deswegen. Vielleicht sollte ich sowas erstmal ausprobieren.
LOL! Simon, schau, hast du gesehen, wie die feuert? Nee, ich hab die noch nicht benutzt. Was macht die denn? Warte. Schau mal in die andere Richtung. Ja. Warte mal, das interessiert mich jetzt bei mir, weil meine Geschosse fliegen jetzt schneller. Mit 2605 Schaden. Meins. Diese extrem präzise Nutzen. Mal ausgucken. Ausgucken. Das nochmal mit 2700 Schaden, den nehme ich auch noch mit. Ja, warum jetzt dann super Raketen? Nimm mal einfach alles mit. Raketenwerfer. Turn down for what? Okay. Dann. Nochmal tschüss. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja heute nochmal, aber fürs erste nochmal tschüss, ne? Deren unser heute ist nicht deren heute vielleicht. Ja, genau. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, wenn ihr das nächste Mal ein Video anklickt oder vielleicht das nochmal, oder? Okay, bye! Ich sterbe jetzt. Yay! Okay, warte, das warte ich noch ab. Yay! Wollte ich eigentlich gerade noch draufdrücken, damit Martin nicht stirbt.